Kennst du das? Du hast letztes Jahr Bohnen eingefroren und was du jetzt aus dem Gefrierer holst, ist nur ein einziger Klumpen Eis. Möchtest du erfahren, wie du Bohnen ganz einfach so einfrieren kannst, dass du lose sie so gefroren im Sack hast und jederzeit so viel verwenden kannst, wie du möchtest, dann ist dieses Video das Richtige für dich. Bleib dran! Hallo, in diesem Video geht es um das Einfrieren von grünen Bohnen. Man erntet da ja zurzeit ziemlich viel im Garten, mehr als man vorab verwenden kann. Deshalb werden wir einen Teil einfrieren. Die Bohnen werden gerüstet, das heißt vorne und hinten die Spitzen abgeschnitten, beziehungsweise auch allenfalls auf die Länge zuschneiden, die man dann später haben möchte. Dann brauchen wir einen Topf mit kochendem Wasser, kochendem Salzwasser. Also so wie man etwa auch Spaghettiwasser machen würde. Danach brauchen wir ein Tuch, um die zu trocknen und dann eine leere Gefrierschublade mit einigen Lagen Backpapier. Aber gehen wir Schritt für Schritt vor. Grüne Bohnen sind ja roh giftig und müssen gekocht werden. Wir werden sie aber hier nur im heißen Wasser kurz abschwellen. Danach kommen sie auf ein Tuch zum Trocknen und sobald sie trocken sind, kommen sie auf dem Backpapier verteilt in die Gefriertruhe und werden gefroren. Das bedeutet, nach dem Frieren, wenn man sie zubereiten will, muss man sie ganz normal, wie bei Bohnen üblich, entsprechend lange kochen. Wir beginnen zuerst, waschen wir die Bohnen unter kaltem Wasser, um sie von allenfalls noch anhaftenden Erden oder Sand zu befreien. Nun kommen die gewaschenen Bohnen ins kochende Salzwasser. Das Salzwasser kühlt sich dadurch natürlich ab. Wir lassen das Ganze jetzt so lange drin, bis das Wasser nochmal aufkocht. Nun, wenn das Wasser deutlich kocht, kommen die Bohnen wieder raus in unser Abtropfsieb. Das Ganze wird nun zum Trocknen so auf Küchentüchern ausgebreitet. Durch die Hitze, oder dadurch, dass die Bohnen noch heiß sind, geht das relativ gut und schnell. Das Ganze geht natürlich auch mit den gelben Butterbohnen gerüstet, gewaschen und dann ab ins heiße Wasser. Die Bohnen sind jetzt abgetrocknet. Nun haben wir hier die Schublade aus der Gefriertruhe. Hier kommt eine Schicht Backpapier rein, dass die nicht festkleben. Und dann werden die hier lose verteilt, so dass sie nicht beim Gefrieren nicht zusammenkleben. Also zusammenfrieren. So sieht das dann aus. Das ist aber erst die erste Lage. Da kommt das nächste Backpapier rauf. Und dann die nächste Lage mit den grünen Bohnen. Und auch bei den gelben Bohnen, sobald das Wasser deutlich kocht, kommen die schon wieder raus. Zurück ins Abtropfsieb. Und natürlich werden auch die gelben Bohnen hier auf einem Tuch verteilt. Die sind noch heiß und trocknen dann schnell ab. Dasselbe mit den blauen Bohnen, ihr wisst Bescheid, waschen, dann schwellen. Besonders bei den blauen Bohnen ist, dass die dabei ihre blaue Farbe verlieren und grün werden. Ausbreiten und trocknen lassen.
und dann auf Backpapier verteilen. Die kommen jetzt für einige Stunden in den Tiefkühler bei mindestens minus 18 Grad, bis sie schön durchgefroren sind. Wir lassen sie gleich über Nacht drin. So, der nächste Morgen, die Bohnen sind schön durchgefroren, jawohl. Dann kommen wir nun zum Verpacken. So, die Bohnen sind schön durchgefroren, legen nicht aneinander. Und jetzt kommen die in den Zipperbeutel rein. Möglichst schnell, damit dann nichts auftaucht. So, der Beutel ist schon beschriftet mit Inhalt und Jahrgang. Das Ganze hat nun den Vorteil, dass die Bohnen nicht zusammengefroren sind. Also ich kann jederzeit so viel herausnehmen, wie ich gerade brauche. Und sie kleben nicht zusammen, so wie man das auch von gefrorenen Fritten oder gefrorenen Gemüse aus dem Laden kennt. Und nun wieder ab in die Gefriertruhe dann. So, und das Ganze sollte nun ein Jahr haltbar sein, gefroren. Und man kann jederzeit sich so viel davon nehmen, wie man gerade für sein Rezept braucht. Nach demselben Prinzip wie bei den Bohnen kannst du auch andere Gemüse einfrieren. Hier in diesem Beispiel Blumenkohl. Das geht genauso gut. Und genauso klappt das übrigens auch mit Pilzen, wie zum Beispiel hier unseren Saitlingen. Ja, hat dir das Video gefallen, kannst du mich gerne unterstützen mit einer Kanalmitgliedschaft unten. Ansonsten danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.